Das Tolle an Kunst ist ja, dass man sowas nie festlegen muss. Also sonst hätte ich den Song auch Leaving on My Kantereit genannt, wenn das für mich wichtig gewesen wäre, dass es diese Assoziation gibt. Aber ich fand spannend, dass das ein Titel ist, der tendenziell verschieden gelesen werden kann. Also wenn man meine Geschichte kennt, wird man das darauf beziehen. Wenn nicht, dann kann man, glaube ich, ganz, ganz viele andere Sachen aus dem Song ziehen an sich. Das erzählt Malte Huck in unserem Interview. Den kennen viele wahrscheinlich erstmal als Bassist und Songschreiber von An My Kantereit. Die Band, die verlässt er aber 2020. Seitdem macht er als Beach People seine eigene Musik und die klingt auch ganz anders. Das hört man ganz gut in seinem neuen Song Leaving the Band. Warum es da nicht nur, aber auch um seinen Ausstieg bei An My Kantereit geht, was das Lied für ihn ausmacht und was wir in Zukunft von ihm erwarten können, verrät er euch heute im Popfilter. Er hat uns nämlich im Studio besucht. Es ist Samstag, der 26. Oktober und ich bin Marianta. Hi! Das hier dürften die meisten von euch ziemlich schnell erkennen. Ganz klar An My Kantereit. Bei der Band ist Malte Huck gut 6 Jahre Bassist und schreibt bei einem Großteil der Songs mit. Aber irgendwann findet er mit der Band einfach nicht mehr so richtig zusammen. Die ersten beiden Alben von An My Kantereit war ich irgendwie der Meinung und der hatte das Gefühl von, das ist ganz schön besonders, was wir da teilweise machen. Und das ist für mich irgendwie auch das Ziel bei Kunst machen. Wir drücken gerade was aus, was nicht so ausgedrückt wird im deutschsprachigen Raum. So. Und für mich ging das irgendwann verloren. Ich glaube, das ist auch zu großen Teilen so eine Art Mechanismus, den man hat, dass man die Sachen, die man selber macht, vielleicht auch aus Selbsthass und so dann noch so stärker abwertet. Ja, irgendwie so auch jetzt das, was die anderen drei jetzt danach veröffentlicht haben, hat mir auf jeden Fall gezeigt, so, ah ja, ich glaube, das ist gut, dass wir auseinandergegangen sind, weil das ist das, was die machen wollen und das ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen will. Also gründet Malte sein eigenes Projekt, Beach People. Und der Name, der erklärt ganz gut, wie das klingt. Träumerischer, sphärischer Indie ist das, der auch oft nach so ein bisschen Amerikaner klingt. Dass Malte alias Beach People diesen Sound jetzt fahren kann, hat auch viel mit Selbstständigkeit zu tun. Denn vieles, was er machen möchte, geht damals bei An My Kantereit nicht. Trotzdem macht er seine Musik natürlich nicht komplett alleine. Beach People ist ganz klar vor allem von einem Sparring-Partner beeinflusst. Ich habe irgendwie es geschafft, für mich so ein Team zu haben. Das ist ganz klein, das ist vor allem Christoph, mein bester Freund, der auch die Visuals macht. Und ich glaube, eine der Qualitäten, die sich durch unsere Zusammenarbeit entsteht, ist, dass es jemand ist, dem ich alles zeigen würde und dem ich bei allem ganz nah dran lasse. Die beiden, die denken Musik und Visuals von Anfang an zusammen. Und so entsteht für Malte viel umfassendere Kunst. Seiner eigenen Stimme sei er noch nie so nah gewesen, sagt er. Ich habe lange Zeit, auch während An My Kantereit, ich habe hauptsächlich ja Bass gespielt und Songs geschrieben und so. Aber das ist schon verkümmert, dieser Teil in mir, während der Zeit. So, ich war kreativ nicht, ich habe nicht gut gearbeitet, ich habe mich nicht darum gekümmert, so, und auch was das Songwriting angeht und so, immer in so einer Art geschrieben, die so limitiert war, so, weil ich auch dachte, irgendwie ist das jetzt ja die Art von Musik, die ich machen muss, oder das sind die Basslines, die ich spielen darf, und das sind die ich nicht spielen darf und so. Jetzt spielt Malte Huck, platt gesagt, genau die Basslines, auf die er Lust hat, wie zum Beispiel die hier. Life it seems is the big. Das ist sein neuester Song Leaving the Band. Und wer seine Vorgeschichte kennt, der denkt da natürlich sofort an My Kantereit. Doch in dem Track, da steckt noch mehr drin als das Offensichtliche. Im Prinzip geht es um alle Sachen, die man verlässt oder die man aufhört oder gegen die man sich entscheidet. Also ich habe auch viel an meine erste Band gedacht, tatsächlich beim Schreiben, weil es irgendwie für mich auch viel in dem Song darum geht, sich sowas zurückzuholen, von dem man vielleicht dachte, das verloren ist. Ja, sich Dinge zurückholen, darum geht's. Give me back my life, heißt es hier zum Beispiel.
ich wusste, dass ich an dieser Stelle mich selber samplen will und irgendwas reinbringen will, was eine neue Ästhetik innerhalb des Songs und eine neue Textur einleitet. Und das war der Satz, der mir, den ich dafür genommen habe. Das war eigentlich eher so ein, auch so eine Art Platzhalter und auch so eine Art Witz, weil es ist auf der einen Seite sehr ernst gemeint und auf der anderen Seite auch gar nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass mir mein Leben abhanden gekommen ist in den letzten Jahren und in diesen ja sehr, sehr prägenden Jahren mit An My Kantereit, so von 20 bis 27. Aber es sind schon Kernelemente meines Lebens sehr stark eingeschränkt worden. Von einer Anonymität, die man verliert, über die Art und Weise, wie man Menschen begegnet. Man macht sich da, glaube ich, nicht so viele Gedanken drüber, was das mit dem Leben und was das mit der Psyche macht, bis man mal an dem Punkt ist, wo man in den Raum kommt und merkt, alle Leute haben sich vorher vielleicht schon überlegt, was sie sagen oder wer ich bin, wer ich nicht bin. Und auf einmal unfrei zu werden dadurch und so zu merken, ich muss mich damit jetzt irgendwie abfinden. Give me back my life. Das ist also eine technische Entscheidung gewesen, aber auch eine inhaltliche. Was klar wird, wenn Malte Hook spricht, Beach People ist das Projekt von einem, der sich und seinen Weg findet und das Ganze mit ziemlich viel Freude am Musikmachen. Aber eben auch aus so einer gewissen Notwendigkeit heraus. Ganz bald wird es dann auch das erste Beach People Album geben und das soll noch ein bisschen mutiger werden als die erste EP. Mein Ziel war, eine Platte zu machen für Leute, die viel Musik hören. Also ich habe das Gefühl, die EP ging es auch viel um Easy Listening und auch um, es war auch wichtig, ne, für die Thematik, für mich, dass das leicht ist, dass das einen Vibe hat und so. Und das ist jetzt in dem Fall, ist es ein bisschen fordernder, würde ich sagen. So, das ist nichts für nebenbei. Und ich bin gespannt, inwiefern da Leute ready für sind, die auch meine Musik hören oder inwiefern das auch Leute abschrecken wird. Das wird sich dann zeigen. Davon hört ihr jetzt den ersten Vorboten, Leaving the Band. Der ist noch am nächsten dran, an der EP. Ein guter Übergang also in das etwas brachialere Album. Hallo zusammen, hier ist Malte von Beach People. Ihr hört jetzt im Popfilter meinen ersten Song von meinem ersten Album, Leaving the Band, heißt er. Viel Spaß!
Das war der Popfilter für heute mit dem Song Leaving the Band von Beach People, aka Malte Hook. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was neue Releases von ihm angeht, dann abonniert am besten den Beach People Newsletter. Ja, richtig gehört, Newsletter, die sind wieder richtig im Trend. Da schreibt Malte auch persönlich, wenn es was Neues gibt. Abonnieren könnt ihr den Newsletter auf www.leavingtheband.com. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Das hilft uns, das hilft euren Freundinnen und ihr sammelt gleich an zwei Freunden gutes Karma. Morgen geht's dann hier um Jasmine 4T. Newcomer Alert, sage ich schon mal. Bis dahin verabschieden wir uns. An der Folge, die heute mitgearbeitet haben, Anton Burmester, Florian Drexler und mein Name ist Marie Jainter. Macht's gut. Tschüss.